Hallo da draußen, herzlich willkommen. Es ist fürchterlich warm draußen und deswegen sehe ich auch ein bisschen fertig aus, musste einiges tun. Es ist Samstag und ich habe heute auch ein Päckchen bekommen. Der ein oder andere, ich weiß gar nicht, ob das Logo so richtig ist, der kennt vielleicht dieses Punkt-Logo. Das ist von MPB. Ich mache jetzt hier keine Werbung für MPB, aber ehrlich gesagt kann ich da auch keine Werbung machen, weil ich habe da am Dienstag etwas gekauft. Und heute ist Samstag und es hat 2 Tage gedauert, bis es bei MPB rausging. Ich weiß nicht, wie viele Leute ihr seid, liebe Leute da von MPB, aber ehrlich gesagt, gebt mal einen Zacken zu, ja. Man kann da zwar irgendwelche Sonderschnelllieferungen für horrendes Geld buchen, aber in meinen Augen, ist das nur die Expresszustellung von DHL, denn damit wird ausgeliefert. Also Leute, 2 Tage, das geht gar nicht. Ja, finde ich, ist einfach zu arg. Wenn viel los ist, ja, dann schickt eine E-Mail und schreibt einfach, wir haben leider sehr viel zu tun und Ihre Bestellung wird erst am nächsten Tag rausgehen. Aber am übernächsten Tag, also es gibt immer Zeiten, wo mal nichts zu tun ist. Ich stehe selber in einem Laden und manchmal muss man eben auch die Mittagspause vielleicht mal opfern, damit die Leute zufrieden sind. Und ich weiß, man kann mit euch zufrieden sein. Gut, aber was habe ich hier überhaupt? Und das ist ein bisschen was Längeres eigentlich zu erzählen. Ihr habt es eigentlich am Titel gesehen, ja? Eine neue kompakte Kamera. Vielleicht sollte ich den Titel gleich ändern, ja? Es ist keine neue, es ist natürlich eine alte Kamera. Übrigens, es gibt jetzt hier kein großes Unboxing, aber ich habe mir gedacht, die Überraschung, die möchte ich einfach auch aufnehmen. Also die Kamera ist nichts Neues. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann sie erschienen ist. Könnte ich einblenden, ne? Also da wurde sie vorgestellt. Eine extra Verpackung. Okay, das können wir schon mal weggeben. Es ist vielleicht alles ein bisschen laut. Da ist auch nochmal, ne? Das ist jetzt schon eine schickere Verpackung. Es ist ordentlich verpackt. Zeige deine Bilder, markiere uns. Na, vielleicht. Ich kann euch hier markieren, liebe Leute von MPB. Und wie gesagt, ich muss leider die Kritik äußern. Und das ist einfach so, schöne Verpackung übrigens, dass ihr zu langsam ausliefert. Ja? Wir haben hier einen, und hier seht ihr auch schon, um was es geht. Da steht Olympus drauf. Das werde ich mit Sicherheit nicht verwenden. Das gehört zum Ladegerät, das ist schön. Das werde ich verwenden, aber mal schauen, wie das Ganze so ausgeht. Was da eventuell noch dazu kommt. Ich packe mal kurz aus und Ton, ne, ihr wisst. Ja, original Ladegerät, original Akku. Das ist schön. Kann man gleich mal hier einstecken. Beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass der Akku geladen ist. Das finde ich richtig gut. Das ist Luftpolsterpapier in Papierform. Ohne Luft. Und da ist sie. Die Pen EP5. Das ist die letzte Kamera, die Olympus vor der Pen F rausgebracht hat. So viel weiß ich, glaube ich. Und wie versprochen. Also die Bilder, die ihr bei MPB seht, sind die Bilder, die Kamera, die man da auch kauft. Und jetzt machen wir da gleich mal den Akku rein. Vielleicht ist er nicht geladen, das kann natürlich sein.
Die Kamera geht sofort an. Ah, der Akku ist nicht geladen. Aber sie läuft und ich habe ja jetzt keine Speicherkarte und ich habe ehrlich gesagt mein Leica Lumix Objektiv geschnappt. Ist aber auch kein Problem. Ja, also das geht. Der Autofokus geht. Der Bildstabilisator geht. Was will man mehr? Ich schalte das gute Stück jetzt mal aus. Und dann werde ich später, wenn der Akku voller ist, werde ich alles einstellen. Aber warum habe ich diese Kamera gekauft? Es gibt eine neue Playliste. Und ich möchte an der Stelle sagen, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, was dieser Kamera widerfährt. Ich möchte sie erstmal testen, so wie sie ist, ganz klar. Und dann möchte ich diese Kamera vielleicht umbauen lassen. Und jetzt dämmert es vielleicht dem einen oder anderen. Es könnte sein, dass das gute Stück eine Infrarotkamera wird. Vielleicht aber auch nicht, weil so wie sie ist, sieht die schon schön aus. Ich weiß, es gibt da viele draußen, die sagen, ja, die Pen F und so. Das ist eine feine Kamera. Ich habe die ja auch vom Friedrich getestet. Und ja, jetzt brauche ich natürlich erstmal noch was. Ich brauche einen Displayschutz, Displayfolie. Das wäre wichtig. Das sind so Kleinigkeiten, ja. Also es ist jetzt auch nicht wichtig für mich, mit der Kamera zu fotografieren, ja. Aber ich werde damit natürlich rausgehen. Ich werde sie ausprobieren. Ich muss ja auch erstmal alles einstellen. Ich muss das Betriebssystem kennenlernen. Hat übrigens ein Klappdisplay, Klappdisplay nennt man das. Nach oben und nach unten. Man kann einen digitalen Sucher anschließen. Ich glaube, die Version Nummer 4 geht, habe ich aber nicht. Die ist auch ziemlich teuer. Ich habe aber den 2er und den werde ich ausprobieren. Der sollte eigentlich auch gehen, hat nur die schlechtere Qualität, relativ gesehen. Das langt, um zu sehen, dass die Kamera scharf gestellt hat. Ja, also das ist sehr wahrscheinlich, war schön. Doch, das ist schön. Also, ich muss das alles erstmal heraustüfteln. Das Video ist lang genug. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare. Punkt 1. Hat übrigens 16 Megapixel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und eingebauten Blitz. Ne? Den kann man auch so... Nee, den kann man nicht so nach oben biegen. Es gibt Kameras, da kann man den so ein bisschen, dass man gegen die Decke blitzt, was natürlich bei dieser kleinen Kamera und bei dem Blitz Blödsinn ist. Ein Schalter hier auf der Seite. Übrigens kein Druckknopf, sondern ein wirklicher Schalter. Naheinstellgrenze. Kein Lautlos, das weiß ich auch. Das ist... ein wirklich schönes Ding. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Video. Wenn dich das interessiert, Kanal abonnieren. Dann, ich habe das wahrscheinlich schon eingeblendet, also Kanal abonnieren. Am besten meinen WhatsApp-Kanal abonnieren. Keine Angst. Da kommt nur, wenn ich was Neues habe für euch. Im Zweifelsfall unten in der Videobeschreibung gibt es auch ein Erklärvideo, ein WhatsApp-Kanal ist. Es ist keine WhatsApp-Gruppe. Ja? Und wer Fragen hat, darf die gerne stellen. Und sollte ich sie umbauen, dann bekommt ihr das natürlich auch mit. Und dann ist das hier eine wirklich schöne Kamera. In dem Fall dann für Infrarot oder Full-Spektrum. Muss ich mir dann noch überlegen, wie und was ich da genau mache. In diesem Sinne, ciao, tschüss, euer Sven.